Es ist Samstag, der Pedro hat frei. Hat sich vorgenommen, er wäscht seine Kleider. Das heisst, er ist wahrscheinlich dran bis in Nacht. Wie ein paar Lieder vorher hat gesagt, ist er massig, verstehst du? Seine Hosen hure breit, so dass nur eins Bar in einem Arsch, in einem Knapp, in einem Gate. Wo er gerade die 8, die Ladung abgetreut. Grüßt nicht Frau Gander im Steg aus und sagt: Guten Tag, Herr Pedro. Hier muss noch erwähnt sein, dass der Pedro halt sprachlich ein bisschen beschränkt ist. Weil ausser seinem Vornamen kann er noch nicht echt viel. Das führt dann manchmal zu falschem Verständnis. Jedenfalls sagt sie: Seht ihr das Wetter? Ihr müsst rauswaschen, da ins Bett, zeig doch später. Wisst ihr, mein Grasser ist am Match. Ich gehe dann mit einem Kleinen und meinen Freundinnen weg. Kommt doch gleich mit, wir wollen etwas erleben. Es geht mit der Öffnung, da gehen wir jetzt her. Der Pedro schaut ab, er bemerkt sehr schützen. Frau Gander deutet die Gäste als Nicken. So lässt er sich von Nachbarin hinten nachziehen, während sie mit der anderen Hand den Kinderwagen schiebt. Die Sonne, die lachen, der Kleine schläft. Hungrige Spatzen teilen sein Zwieback. Beim Tram hilft der Pedro mit dem Wagen und Frau Gander nimmt ihn mit auf der Meerfahrtenkarte, wo sein Schlaflied anstimmt. Wird er auch ein bisschen müde in dem Viererabteil, wo er mit sich allein füllt. Träumt von seiner Mom, kann alles wieder sehen. Das Blau in dem See, in Nähe von Managua, mit einem Sandstrand sind die Pnau am Arma. Wir sind jetzt gerade da, gleich halt das Drama. Sie sind dort und ein sehr lieber Mann bei einem Stand hängt ihm ein Ballon um sein Handgelenk. Er geht jetzt gerne eine Wurst kaufen, an einem Rostwagen, während Frau Gander und die anderen Hausfrauen einen Kinderwagenburg bauen. Er fühlt sich verstanden und aufgehoben. Der Pedro ist froh, dass er da ist, wünscht sich wirklich jeden Tag wäre wie der Samstag.